Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Contrast, einem kleinen Download-Game. Wir zocken das Ganze jetzt auf der PlayStation 4. Soweit ich weiß, kam es auch für den PC raus, zum Beispiel. Und ja, wir gucken uns das Ganze mal an. Soll nicht so lange gehen, mal sehen, ob wir es durchzocken oder nicht. Aber wir schauen einfach mal rein. Gemeinsam. Bin mal sehr gespannt, wie das Spiel so ist. Soll einige Rätselinhalten haben und also drin haben und ja, kleine Schattenspiele und eine schön erzählte Story, soweit ich gehört habe. Okay. It's time for bed, Dee Dee. Go hop in bed. I'll be right in to tuck you in. Good night, Daddy. What are you doing here? My mommy's coming. You better hide, or she's gonna catch you. Okay, sweetie. Night, night. What are you looking at? I don't think she can see you. Now promise me you'll be a good girl while I'm out singing. I promise. No sneaking out this time. I'll get in trouble. I promise. That's my good girl. Mommy, is Daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Okay, she's gone! She's gonna sing at the Ghost Note tonight. It's the most beautiful cabaret. Come on, we'll miss her show! Triff dich mit Didi auf dem Dach. Ja, so viel zum Thema, wir sollen nicht abhauen. Mommy, me, Daddy and Dawn. Didis Bild von ihrer Familie. So, dann ist diese Frau hier Dawn anscheinend. Und alles klar. Es ist irgendwie voll leise, oder? Es ist übelst leise alles. Ich mach einfach mal so jetzt. Oh no, somebody moved the ash cart. Look. I know. You could go down there and move the ash cart. And I could jump down. I'll play here. So you can go over there and be a shadow person. Okay, wenn's so einfach ist. Neue Fähigkeit bei einer beleuchteten Fläche zum Wechseln. Okay, cool. Einmal in Schatten verwandeln und ich krieg direkt eine Trophäe. Wow, I wish I could do that. Could you teach me how to do that? Aber anscheinend redet die gute Dawn nicht. Now move the ash cart to where I can jump into it. I wonder who moved it. Do you think it was Mommy? She got really mad at me the last time I snuck out. Where did you go for so long? I haven't seen you in 3 weeks. I really wish you had been at my birthday. Daddy missed my birthday. Now we go this way. Follow me. Okay. Oh, I think you're too big. I think that goes all the way through to the other street. If I move this cart, you could walk up to Shadow, couldn't you? Ok.
Okay, ja, wie gesagt, kleine Schattenrätsel. Aber ich denke bisher noch relativ einfach. Genau, zack, so. Klappt doch ganz gut. Sie hat die Ghost Note. Eine von 10 Leuchtkugeln eingesammelt. Na, ich habe jetzt schon, ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt schon den Eindruck, das können wir später ganz gut gebrauchen, wenn wir die Sachen gut einsammeln. Erster Akt, die unsichtbare Freundin. Trifft dich mit Didi beim Ghost Note. Okay. Aha, was ist das hier? Dann können wir interagieren. Cat Knights Premiere im Ghost Note. Ist aber nicht die Mutter, oder? Doch gesagt, einen krassen Kabarett würde sie arbeiten. Achso, ja, ich kann ja hier schon hoch. Genau. Und dann einfach mal einmal komplett rumlaufen. Oh! Nein! Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Alles klar, das Prinzip versteht man, denke ich. Und der Schwierigkeitsgrad wird wahrscheinlich auch noch im Laufe des Spiels ein bisschen anziehen, oder? Zeitungsartikel. Carmine Bruni zum zweiten Mal von Mordvorwürfen freigesprochen. Carmine Bruni. Okay. Stil ist schön vom Spiel. Ist jetzt natürlich nicht grafisch die allerkrasseste Bombe, aber es ist nur ein Download-Titel. Deswegen der Style von diesem Spiel, dieses Noir-mäßige. Gefällt mir sehr schön. They haven't started the show yet. You missed the dancers. They were so beautiful. I want to be a dancer when I grow up. Or an acrobat, like you. Did you always want to be an acrobat? Come on, let's go in. Oh, das war sogar direkt richtig. Keine Zuschauer. Come on, Sugar. Help a girl out here. We can't play in the dark. Richte den Scheinwerfer auf die Band aus. Welche Band? Das muss ja irgendwo auf der Bühne sein. Ah, okay, alles klar. Ist hier noch was? Ne. Dann jetzt noch den anderen Scheinwerfer. Come on, Sugar. Help a girl out here. We can't play in the dark. Hey, one's on the fritz. Hey, Sparky, could you do something about that one, too? It's really messing with our rhythm. Ich repariere den Scheinwerfer. Sag mal, wer redet denn da die ganze Zeit? Whee! Moment. Nachricht des Jugendamts. Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. Dorothy Malenkaya. Okay. Wer immer das auch ist.
me closely, but now I know you love me mostly. Sorry, Joe, you ain't a lover, you're a house on fire, I'm burning so. You hear that siren come, baby, I gotta go. You're in my past, Joe, I had my fill. It couldn't last, Joe, baby, I got this. There's no one happy in a house on fire, why do I steal? I hear those sirens going, baby, I get a chill. I get a thrill, babe, and I wanna run back. But I know I gotta fix it. Vamp for me, Charlie, would ya? Lausche, Kid. Singing good tonight, Ken. Don't smooth talk me, Johnny. We had an agreement. Is that what you call it? I never wanted to leave. You kicked me out. You want money from me, Johnny? Because I'm ducking the landlord. I don't need a handout, babe. Look at this suit. You work in another one of your famous deals? This one's big, Kat. Oh, sure it is. Till it blows up like last time and the time before that. Not this time, babe. I'm gonna make it all up to you. I gotta get back on stage. Then meet me after. I'm staying at the Excelsior. You think you're just gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk? It's gonna be better this time, babe. You're gonna see how much better it can be. Room 529, kiddo. Where is he going? I need to talk to him. Von allen Kaschemmen der Welt. Folge Johnny. Ja, wird anscheinend sehr, sehr viel geredet hier im Spiel. Kommt kaum dazu, selber was zu sagen. Jack von Johnny Fenris an Kid Knight. Nicht gedeckt. Okay. Cool, Johnny. Nicht schlecht. Anscheinend ist er ein richtig toller Hecht, der Typ. He just went through the gate. I bet he's going to the bar. Mommy said Daddy left us, but that's not true, is it? She kicked him out. It won't open, but you could break it open. You're pretty strong. Okay. Bam! Come on, it's this way. Alter, was hat die drauf? Zack! Heftig. The amazing Vincenzo. He's a world-famous illusionist. What's Daddy doing with him? So, ich würde gerne mir die Kugel besorgen. Where are you going? Daddy went in there. Ja, tut mir leid. Ich darf mich nicht mal umsehen. Ne? Toll. Aber man kommt das schon da oben durch. Dann holen wir uns die Kugel später. Come on, Vincenzo. It's just some film footage of your act. Why can't you let me borrow it just overnight? Because it is my new act and it's top secret, which is why my agent has it safely locked in his office upstairs. I just want to show it to my investors. They want to get to know you better. Mr. Fenris, I have performed my illusion act for the King of England and the Emperor of Japan. There are untouchables in India who tell stories of the amazing Vincenzo. If your investors don't know me, they're not in show business. You think I can't pay you? Look at this suit. I'm staying at the Excelsior Hotel. I've asked around about you, Mr. Fenris. People tell me not to trust you. And I've asked around about you, Mr. Amazing. You're not as flush as you look. You got a few debts.
Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus. You dare accuse me of... Look, I made a beautiful poster. Now I just need to borrow your film reel. Until I see some earnest money from you, I'm damned if I will lend you the time of day. All right. I'll get you a check. Cash. Cash, don't worry. I'll call you tomorrow. It's been such a pleasure meeting with you. Thanks for the drink. Okay, ihr Vater ist anscheinend wirklich so ein krummer Typ und will den für seinen Zirkus gewinnen. Hier sehen wir das Plakat sogar. Worlds! The Great Vincenzo. Jahrmarktposter. Der fantastische Vincenzo. Kann ich schon fast denken, was ich tun muss, aber irgendwie reicht das nicht. Der Schatten bis da oben zum Rand, oder? Oder reicht das? Ah, das reicht ja doch. Okay. Hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, das ist recht. Lalala. War da drüben noch was? Moment. Ne, da ist nichts mehr. Okay, warte, bevor wir uns das holen. Kugel einsammeln. Und das Sammelobjekt. Zeitungsartikel. Der fantastische Vincenzo verhüllt seine Geheimnisse in aller Öffentlichkeit. Nee. Hör mir auf. Bring die Filmrolle zurück ins Kino. Okay, machen wir doch gerne. Now we have to get the movie to him. I think he's going to the cinema to meet his friends. Mr. Fenris, I have the thorn for the king of the universe. There are monkeys who know about the amazing Vincenzo. Your investors haven't heard about me. They're stupid. Der hat doch gerade was von Monkeys gesagt. Der hat gesagt, es gibt Monkeys, es gibt Affen, die... selbst ihn kennen. Warum übersetzen das? Es gibt Menschen. Was soll denn das? Na? Gefällt euch das? Wie soll ich das denn? Ah, warte mal. Okay. Hab ich sie mitgenommen? Alter, ich dachte schon, ich wäre ohne die runtergejumpt. Oh, Leute, wir haben jetzt schon fast knapp 20 Minuten für den ersten Part. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich muss sagen, Ersteindruck gefällt mir richtig gut, das Spiel. Guck mal, sieh mal an, ist da noch eine Kugel? Dadurch kann ich aber nicht mehr. Ne, warte mal, da waren wir ja schon. Ja, wie gesagt, Ersteindruck, mir gefällt es ganz gut, wird ein bisschen viel erzählt, aber es ist ganz schön entspannt für mich, denn dann muss ich selber nicht so viel labern, sondern so viel Blödsinn, so wie immer. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch auch. Wenn es der Fall ist, lasst auf jeden Fall kurz eine Bewertung da, schreibt mir gerne auch eure Meinung in die Kommentare zum Spiel. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, zeigt es mir und dann machen wir weiter. Machen wir einfach ein komplettes Let's Play draus, wenn es sowieso nicht so lange geht. Warum nicht? Ich bedanke mich auf jeden Fall für alles, fürs Zusehen, fürs Liken und Kommentieren und so weiter. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.